Guten Morgen und herzlich willkommen hier aus dem Zentrum von Ahrweiler Bad Neuenahr. Ja, für 2-3 Tage sind wir hier und heute möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Wanderung durch die Weinberge Richtung Marienthal, Kloster Marienthal. Vorbei soll es auch gehen an dem ehemaligen Regierungsbunker. Ja, angenehme Temperaturen, rund 13 Kilometer, nicht allzu viele Höhenmeter. Jetzt geht's erstmal Proviant auffüllen und dann geht's ab in die Weinberge. Los geht's! Nach kurzem Stopp im Lebensmittelgeschäft, ja, geht's jetzt in die Weinberge. Eigentlich soll ich da oben irgendwo langlaufen, um da vorne an den Regierungsbunker auszukommen. In dem Regierungsbunker sind wir gestern schon gewesen. Der hat, ich glaube, mittwochs, samstags, sonntags und feiertags geöffnet. Und da ist Filmen verboten. Fotografieren auch nur mit Genehmigung. Und dadurch kann ich halt von innen nichts zeigen. Ich laufe aber trotzdem jetzt einmal dran vorbei, um euch den Eingang zu zeigen. Uns hat der Besuch gestern in dem Regierungsbunker sehr gut gefallen. Es war eine sehr ausführliche Führung mit sehr vielen Details. Und man hat recht gut einen Eindruck davon bekommen, wie dieser Bunker entstanden ist und was darin zumindest während der Übungszeit passiert ist. Ja, hier im Ahrtal geht es ordentlich rauf und runter. Besser gesagt, nur rauf im Moment. Und das ziemlich heftig. Ja, hier ist jetzt der Rotweinwanderweg, auf dem ich jetzt gerade unterwegs bin. Und rechts von mir ist der Eingang zu dem Regierungsbunker bzw. zu dieser Präsentationsstätte oder Dokumentationsstätte. Sehr sehenswert. Uns hat das sehr gut gefallen. Montags, mittwochs und samstags, glaube ich, geöffnet. Wer hier in der Region ist, ihr könnt mal überlegen, ob ihr hier vorbeifährt. So, weiter geht's. So, jetzt geht's in bzw. durch die Weinreben. Ich bin jetzt auf dem Weg runter zur A. Von hier oben aus den Weinbergen kann man wunderbar sehen, welche zerstörerische Kraft im Sommer 2021 hier unten an der A unterwegs gewesen ist.
Also die Straße scheint zwar wieder einigermaßen hergestellt zu sein, aber überall da unten wird gebaut. Ich meine auch eine Art Hochwasserschutzmauer entdeckt zu haben. Vielleicht kann ich mir das ein bisschen genauer angucken, wenn ich dann da unten bin. Es ist sehr angenehm, hier durch die Weinberge zu laufen. Was etwas schade ist, überall ist hier geteert. Das heißt, ich laufe die ganze Zeit auf Teer bzw. auf Beton. Und das ist ein bisschen blöd für die Füße. Für mich geht es jetzt runter nach Marienthal, dann ein Stück entlang der A. Und da werde ich mir dann das Kloster angucken oder das ehemalige Kloster und dann geht es wieder steil den Berg rauf. Irgendwo hoffe ich dann auch eine Mittagspause machen zu können. Ich habe ja eben etwas eingekauft, etwas Käse, etwas Wein, etwas Brot. Es ist zwar nicht sonnig, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, weil ich glaube, sonst würde man angesichts der Temperaturen, die ohnehin schon herrschen, wahrscheinlich hier oben im Weinberg kaputt gehen. Kloster Marienthal bin ich eben vorbei. Das ist heute ein Weingut. Und da möchte ich dann auch nicht rein. Ja, als wir gestern den Regierungsbunker besucht haben, ist also auch nochmal auf die Zeit hingewiesen worden im Dritten Reich. Da wurde nämlich dieser Regierungsbunker oder der damalige Regierungsbunker wurde als Außenstelle vom KZ Buchenwald verwendet. Und dort haben unter Tage dann in den Schächten Kriegsgefangene ihren Dienst verrichten müssen. Und hier gibt es jetzt ein ehemaliges Gebäude, noch erhaltenes Gebäude. Das ist einer von diesen Ausstiegsschächten bzw. ein Gebäude, was halt zu diesem ehemaligen Regierungsbunker dazugehört. Und hier wird auch nochmal an dieses Lager Rebstock erinnert. Das war nämlich der Name für dieses KZ. Nachdem ich jetzt eben an dem Lager Rebstock vorbeigekommen bin, bin ich noch ein bisschen der Teerstraße gefolgt und dann rechts in den Wald abgebogen. Und jetzt laufe ich wunderbar ruhig auf einem schönen Waldweg, umgeben von vielen kleinen Fliegen, was ziemlich nervig ist. Aber es ist wenigstens so ruhig. Ja, eine Bank wäre ganz schön. Es geht hier munter rauf und runter, aber auf jeden Fall ist es ruhig und der Untergrund ist jetzt endlich mal so, dass man auch von Wandern sprechen kann. Hier in dieser wunderschönen Bank habe ich jetzt Pause gemacht, habe
habe etwas Rotwein genossen, Käse, Brot und diesen schönen Ausblick hier. Ja, jetzt sind es noch ungefähr 2 Kilometer bis Ahrweiler. Das werde ich auch noch hinkriegen. Bis hierhin waren es jetzt rund 3 Stunden, ich glaube knapp 9 Kilometer. Insgesamt sehr, sehr schön bis hierhin zu laufen. Zwar war der Anfangsteil doch relativ asphalt- und betonlastig, aber nachher durch den Wald, das hat das wieder wettgemacht. Ja, jetzt geht's weiter hier über die Höhe und wenn ich dann wieder zurück in Ahrweiler bin, werde ich mir ein schönes Café suchen und dort die Wanderung ausklingen lassen. Es sind noch wenige 100 Meter, bis ich wieder in Ahrweiler zurück bin. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug durch die Weinberge Richtung Marienthal und am Regierungsbunker vorbei gefallen. Ich fand es ganz schön, war sehr abwechslungsreich, war zwar relativ viel asphaltiert bzw. betoniert, aber insgesamt eigentlich eine recht entspannte und schöne Tour, so hier durch die Weinberge. Erstaunlich warm. Also ich fange jetzt gerade wieder das Tropfen an. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, morgen geht's weiter und hoffentlich mit euch zusammen.